So, ja, das hier ist ein Mega Man Egg und zwar von My Little Pony. Es gibt kaum Hacks davon. Und dies ist ein Mega Man 3 Hack. Und ich habe noch einen Gast dabei, dem ich den Hack gerade auch geschickt habe, vor ein paar Stunden. Ja, hallo, hier ist der Siegertatz. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt mehr Fangames davon, von also so My Little Pony Fangames, die an Mega Man angelegt sind, als jetzt Hacks. Ja, als ich einen russischen Stream durch Zufall auf YouTube gefunden habe, da kam dieses Spiel zum Vorschein. Hab nachgeforscht, kam auf eine Hackseite und dann kam dieses Spiel zum Vorschein. Ich dachte mir, hey, das sieht witzig aus und ist Mega Man 3. Gut, ganz rechts, das weiß ich noch, das war Top Man. In dem Fall ist es Rainbow Dash. Und ja, dieser Hack hat eine ganz besondere Grafik. Und ich habe ihn mal angezockt, eine Stage, Rainbow Dash jetzt, er ist nicht besonders schwer. Also er ist sehr, sehr anfängerfreundlich. Sagen wir es mal so, alle sind anfängerfreundlich. Ah ja, ich würde dir auch raten, direkt danach den Boss da drunter zu nehmen. Ja, der Protagonist, nicht Mega Man, sondern Twilight Sparkle. Ein viel besserer Protagonist, wie ich finde, weil Mega Man ein Arschloch ist. Celestias Schülerin und Prinzessin von Equestria, die nur The Pony will. Ja, und der Obermods Discord hat wieder zugeschlagen. Oder eigentlich der Good Guys in der Serie, aber in dem Spiel, beziehungsweise in den Fangames und Text, ist natürlich Discord der Bösewicht. Was ich finde ziemlich gut passt. Da Discord ja ein ziemlich chaotisches Mischwesen ist, sozusagen. Genau. Aus verschiedenen Formen besteht, zum Beispiel Drache und Ziege und so weiter. Und der ist das Chaos in Person. Das auf jeden Fall. Und so nebenbei mein Lieblingsbösewicht. Ja, und da war auch schon der Mittelpunkt. Ziemlich früh. Ja, diese Passage ist ein bisschen nervig mit den Stacheln, aber ansonsten. Ich bin gespannt, muss ich sagen, weil das ist die einzige Stage, die jetzt nicht blind ist. Der Rest. Den Rest habe ich nicht gesehen und bin sehr gespannt drauf. Aber so von den Hitboxen her mit der Kollisionsabfrage ist manchmal so ein bisschen, dass man quasi. Aber ihr werdet es noch sehen. Ist jetzt aber nicht so ein großer Mangel, nur so ein kleines Malörchen. Und der Eisbär. Der Mond-Eisbär. Oder der Mondbär, der in einer Folge bereits mal das ganze Dorf angegriffen hat. Stimmt, ist der. Der, quasi der Katzen. Der riesige Mondbär. Sehr kreative Idee. Das heißt, es muss auch einen Rush-Coil geben hier. Ja, gibt es. Oh lol, es ist natürlich Spike. Natürlich alles in Herzen gepackt. Auch sehr passend. Hab ich richtig gesehen, Celestia, die ja eigentlich gar nichts drauf hat. Oh lol. Was? Die hat nichts drauf. Ja, obwohl. Jetzt. Sie ist die Herrscherin von Equestria, sie muss eigentlich was drauf haben. Ja, aber sie hat halt noch nicht gezeigt. So,
Rainbow Dash, erster Gegner. Mit einer auch recht eigenständigen Musik. Aber ihr seht, sie hat das Format von Top Man. Und ist nicht besonders schwer. Top Man ist allgemein sehr leicht. LOL. Nur, dass das Bewegungsmuster ein bisschen verändert wurde. Also sie dreht ein bisschen schneller ab als der normale Top Man. Aber zudem werden die, auch schneller, wenn dann deren Energieleiste ein bisschen dezimiert hat. Und das war Rainbow Dash. Betonung liegt auf wahr. Und wir haben unsere erste Waffe. Auch ziemlich nice Sprites. Mhm. RB Spin. A Rainbow Spin. Lol, was für ein geiles Passwort. So, Nummer 2. Also gleich zu Luna, meinst du also? Ja. Ist jetzt fraglich, ob du die Waffe gegen sie hast, aber wenn du sie besiegst, dann hast du die OP-Waffe. Ja, ich habe das so nebenbei vor so die ganze Zeit gespielt. Er hat mir den Hack geschickt und ich bin jetzt auch mittlerweile in der Final Stage und ich kann das nur bejahen. Diese Waffe ist super. Und Luna auf dem Mond, natürlich, das passt doch grandios. Und ich glaube, das sind, erinnert mich gerade ein bisschen an DuckTales von den Grafiken hier, aber ja, doch, erinnert mich schon ein bisschen an DuckTales. Fehlt nur noch die Simon. Ja, der Unterschied hier ist, ich spiele das mit Tastatur und der schmeckt die mit Gamepad. Richtig. Ja, die Bälle sind ein bisschen nervig. Das Gute ist, dass du Lunas Waffe sehr schnell schießen kannst. Und dass sie sehr weh tut. Das ist praktisch. Und man sollte natürlich auch mit den Mechaniken aufpassen, dass man nicht zu hoch springt. Wird man nämlich getroffen, ist man gleich im Abgrund. Das ist typisch. Ja, das sind typische Mega Man Sachen. Glaube ich jetzt mein zweiter Mega Man Hack, den ich überhaupt jetzt play. Overload 3 war der erste. Final Savage wird der dritte. der macht Schaden. Ja, die. Da geht's erstmal ganz tief runter. Wow, Castlevania-Gegner. Simulators Reset. Lol. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor von einer gewissen anderen Stage. Owl. Das war doch gerade diese Fliegerstaffel. Wie hießen die denn?
So, jetzt habe ich Futter hier bekommen. Also bisher ist der Hack kraftlos. Definitiv. Es gibt auch ein Hauptfangame, das nennt sich Mega Pony. Oh ja, aber das ist wesentlich schwerer. Ja. Und das ist kein Hack, sondern ein Fangame. Ja, genau. Auf Formhacking gibt es kaum solche Mega Man Hacks von My Little Pony. Was noch fehlen würde, wäre so ein Doom-Mod davon. Das wäre doch mal genial. Das wäre richtig genial. So ein My Little Pony Ego-Shooter. So. Und die Waffen dann quasi so die... Und wir sind bei Luna. Ja, die hat jetzt ein etwas schwierigeres Muster, ist aber auch Nightmare mehr. Luna. In der ersten Staffel war es noch Nightmare. Nightmare Night. Ja, genau. Stimmt. Aber wenn du sie hast... Und das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich habe da mit zwei Anläufen habe ich die down bekommen. Ah, ja, erstmal war es auch so knapp. Jetzt müsste es gehen. Und sie ist down. MB. Ist ein ganz kleines bisschen glitchy, wenn sie verschwindet, aber was macht nichts. Sieht trotzdem sehr, sehr nice aus. Die Stage Select Musik ist die von Mega Man 8, merke ich gerade. In der 8-Bit-Version. Ja. So. Ich glaube, hier unten war. Einer von denen war Gimini Man, einer von denen war Shadow Man. Ganz oben. Fluttershy, das war. Ach ja, Snake Man. Die Hälfte der Bosse kannst du im Grunde mit Princess Lunas Waffe plätten. So. Gehen wir noch eins weiter und machen mit Gravity weiter. Ja, du musst es ein bisschen mit MLP verbinden. So sind die Waffen eigentlich auch ein bisschen aufgebaut. Dann wäre ja die Schwäche gegen ihre eigene Schwester quasi. Meinst du jetzt Cutie Bell? Dann wäre ja Lunas Waffe gegen die Sonne, also quasi Celestia effektiv. Ja. Und Pinkie Pie wäre gut gegen Raiden. Naja, wir schauen uns mal die Stage von Rarity an, die natürlich glitzert. Also richtig wie von Gemini Man, glaube ich, oder was? Das sind, glaube ich, die Wechselponys. Oder Zombie-Ponys wohl, ja. Ja, weil die so rumlaufen.
Oder das sind einfach Hybride von der Menschenversion. Es gibt ja neuerdings ein gutes Wechselpony. Der neue Herrscher von dem. Das einzige, was gut war. Und jetzt quasi diese Liebe quasi auf die anderen überträgt. Das war das Ende von der letzten Staffel. Die Wechselpony-Königin ist ja weg. Und ein neuer Herrscher ist da. Allerdings kein schlechter. Der eben dank, ich glaube, Spike ein gutes Herz bekam. Was heißt bekam? Er war es im Grunde schon. Interessant. Aber Spike hat ihm geholfen. Ja, ich habe die Staffeln sehr arg verfolgt. Ich habe bloß so bis Staffel 3. Staffel 3, bin ich dann irgendwann... War ich dann nicht mal auf dem neuesten Stand? Das wird ein M-Tank sein da drüben. So was ähnliches. Gucken wir mal. Hier steht der M-Tank für Magic. Den ich gerade nicht eingesammelt habe, warum auch immer. Das mache ich ein bisschen anders. Ich lasse mich da auf der anderen Seite runterfallen. Ach, das ist die Ballmaschine, lol. Ja. Ja, mit Spikes ist es ein bisschen doof da unten. Sonst muss man sagen, die Stages sehen sehr, sehr leicht aus. Wenn man bedenkt, wie andere Hacks aufgebaut sind. Also für einen Mega Man Hack ist das easy. LOL, ich bin da gerade durch. LOL, bin ich da durchgefallen gerade? Ich bin gerade durch eine Death Zone gefallen. LOL. Aber man muss trotzdem noch die Mega Man Mechaniken. Achten. Das ist ja auch logisch, dass da ein Mega Man Hack ist. Ja, zum Beispiel bei Doom Mods muss man auch sehr beachten, dass es Doom ist. Ist ja natürlich klar. Basiert ja auch auf der Engine. Ach, da oben sind Stacheln. Scheiße. Und ja, Final, weil du es mal gesagt hast, ich werde jetzt nicht mit dem Nullleben mich sterben lassen, sondern ich probiere es einfach mal weiter. Weil Final sprach ja in meinen Gameboy-Let's Plays von Mega Man meistens davon, warum bei mir das nullte Leben nicht mitzählt. Also beim nullten Leben kommt drauf an, wie bald ich in der Stage bin. Ich lasse mich immer, also wenn ich null Leben in eine Stage reingehe, dann lasse ich mich natürlich sterben. Aber wenn ich jetzt so mitten in der Stage bin, werde ich es noch weiter versuchen. Es sei denn, es kommt ein Leben vorbei, dann sieht die Sache wieder anders aus. Dann ist es ja nicht mal nur Leben. LOL, die Hitbox hier. Ja, das sei wohl das Einzige, was ein bisschen zu bemängeln war, die Hitbox, was du erzählt. Mhm. Okay, was das Buch jetzt bringt, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich denke mal, es wird Waffenmagie sein. Ja, die Bücher sind Waffenmagie. Da
Das heißt, jetzt muss ich mit Lunas Waffe quasi, ich versuch's mal. Was sind das hier, Mario-Gegner? Lol. Oh my fucking God, was ist das für eine ultra krasse Waffe? Ja, und vor allem ist diese Waffe ja... Ja, mit der Waffe habe ich 4 Leute geplättet. 3 oder 4. Und Rarity hatte das Format von Method Man. Das heißt, das war ursprünglich Method Man Stage. Lol, das war jetzt das dritte Pony in 20 Minuten. Fancy Crystal! Tja, beim nächsten Mal geht's dann weiter zum nächsten. Robot Pony. Tschüss.